mal so einfach nur. Herzlich willkommen. Ey, hier ist ja mein Haarband. Lass mal setzen, ey. Ja, ich habe mein Haarband wieder gefunden. In meinem zweiten Zuhause hier. Richtig gut. Ey, yo, Kadi. Hallo, Karin. Da sitzt du mir gegenüber und wir sind fast genau ein Jahr später. Letztes Jahr war es im Februar. Ja, ja. Und jetzt haben wir Januar, Anfang Januar, genau. Genau, und dann sitzt die Kadi hier wieder. Gleicher Bus? Ja, gleicher Bus. Ja. Genau. Und ich hoffe, alle haben fleißig die Sendung vom letzten Jahr gehört, die wir ja gut verlinkt haben. Und genau, ich hatte gestern noch in meiner Story angeteased, so von wegen, ey, ja, die Tage sprechen wir mal drüber. Und zack, nächsten Tag sitzt Kadi hier schon bei mir im Bus. Aber gut, wir stehen eh nebeneinander, aber genau, heute haben wir irgendwie mal Bock drüber zu schnattern. Wir sind eh immer produktiv zusammen. Das stimmt. Ja. Schön, wenn man Menschen hat, die sich gegenseitig pushen. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, hier zu sein, mal wieder und im wunderschönen Atlantik. Oh ja, du bist ja vorgefahren sozusagen. Also wir wollten eigentlich zusammenfahren. Ich habe dann meinen Schüssel nicht so schnell auf die Reihe gekriegt durch diverse Sachen, die nicht funktioniert haben. Und dann ist Kati schon losgefahren mit Selina. Genau, wir haben so ein bisschen Zeitdruck gehabt, weil wir nur 5 Wochen Urlaub haben, weil die Selina und ich in einem Arbeitsverhältnis noch stehen und da kann man ja nicht mal eben eine Woche später losfahren, weil da zählt jeder Tag, ne? Genau. Und deswegen seid ihr vorgefahren. Ich bin dann ganz gemütlich hinterhergekommen und hatte natürlich hier den Empfang meines Lebens. Also, weil es ist einfach geil, du fährst in Deutschland los und irgendwie ist es da zwar traurig, Freunde zu verabschieden. Diesmal fiel mir das übrigens besonders schwer. So richtig, warum, weiß ich noch nicht. Das habe ich auch als Feedback gekriegt, tatsächlich von 1-2 Freunden. So, Karin, diesmal ist irgendwie anders. Das ist für immer. Nein, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe danach echt ein bisschen zu tun gehabt. Also Verabschiedung ist immer kacke. Ja. So, also das halt immer irgendwie, also auch nach Jahren werde ich mich daran nicht gewöhnen. Aber diesmal war es, ich weiß auch nicht, was anders. Ich konnte ja auch nicht so frei sein in Deutschland wie geplant durch die Pandemie, also heißt, ich habe mich da schon auch an die Regularien gehalten und nachher nicht alle Freunde durchgerockt so und alle besucht. Das hat sich irgendwie nicht cool angefühlt. Vielleicht war es das auch. Ich bin, was das betrifft, glaube ich, mit 1-2 unerledigten Sachen tatsächlich losgefahren, was ein bisschen schade war. Aber genau, und jetzt, ich schweife ab. Aber ich denke auch, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen dieses Jahr viel, viel mehr Wert gewonnen haben oder letztes Jahr viel, viel mehr Wert gewonnen haben, weil die Leute halt weniger arbeitsfokussiert sind, sondern mehr auf das Miteinander. Ja, also ich finde auch, das hat sich krass rauskristallisiert, auch was Freundschaften sind und was nicht. Ja. Ich glaube, das kennen alle. Irgendwie hat es ja doch auf, also Mo trinkt mal wieder Wasser. Nicht wundern. Oh, ist nichts. Ich habe festgestellt, das hört man gar nicht so doll. Ah, okay, cool. Ja. Nee, dann werde ich das einfach nicht mehr, ich weiß das ja nicht, dann werde ich das einfach nicht mehr anteasen. So, Mo trinkt. Mo macht jetzt das und das. Also gehört ja einfach nur mit dazu. Ne? Ja. Nee, genau. Also dieses Jahr hat sich für mich auch ganz klar gezeigt, wer irgendwie Freund ist, wer nicht. Oder nicht klar gezeigt, sondern ich glaube, ich bin da klarer geworden. Und das ist eine geile Überleitung. Zu Kathi. Was einem in einem Jahr klar werden kann, genau. Genau, was dir so begegnet ist, was du für Schlüsse draus gezogen hast, auf welchem Weg du bist. Ja, ich fange einfach mal da an, wo quasi der letzte Podcast irgendwie aufgehört hat. Also ich bin dann ja wieder zurück nach Deutschland gefahren, hatte dann ja meinen festen Termin, wann ich wieder arbeiten darf. Yay! Juhu! Und habe mich auch richtig drauf gefreut eigentlich. Ich war da schon, ja, ein bisschen reserviert, weil ich meinen Lieblingschef habe gehen lassen müssen, weil der in Rente gegangen ist. Und dann war ich natürlich da auch ganz traurig. Und aufgrund des Arbeitsverhältnisses, was dann anstand, konnte ich auch nicht so ganz ehrlich sein, wenn es im Podcast darum ging, was ich so plane. Weil das Vanlife und das Reisen schon auch sehr wichtig war für mich. Und mir war klar, okay, wenn ich jetzt arbeiten gehe, dann ist das erstmal hinten an. Und irgendwie war es schon für mich von Anfang an klar, dass es eine Zwischenstation wird, dass die dann so kurz sein würde, habe ich nicht gedacht. Ich habe nämlich, ich glaube schon nach 3 Monaten Arbeit gesagt, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins so. Mhm.
Dachte mir eigentlich, ich kann mich da noch ein bisschen durchkämpfen, wollte noch einen großen Bus haben, was ist ja auch nicht günstig alles. Und ja, musste dann aber feststellen, dass es überhaupt nicht, ich kann das nicht in die Länge ziehen, ich kann jetzt nicht ein Jahr durchrocken und Geld sparen und dann entspannt einen neuen Bus kaufen und das ganz easy ausbauen mit sehr, sehr viel finanziellen Rücklagen. Geld ist halt nicht alles, ne? Geld ist nicht alles, genau. Und hab dann, also mein Arbeitsvertrag läuft aus im April und ich habe ihn nicht verlängert, weil, nee, ich habe mich so doll aufgeregt, mir ging es mental so schlecht. Ich war eine der wenigen, die nichts von Kurzarbeit oder Corona mitbekommen hat. Also eigentlich hätte ich mich glücklich schätzen sollen. Das habe ich mir auch mal wieder vor Augen gehalten. Das haben mir auch alle, mein ganzes Umfeld hat mir das vor Augen gehalten, wie glücklich ich doch sein kann mit diesem Job. Ja, aber blöd, wenn du es nicht bist, so, ne? Also Genau. also klar, also die Dankbarkeit trotzdem für so eine Position hat man ja trotzdem drin. Aber wenn man, oder wenn du, wenn Frau, dann in dem Moment, wenn es nicht passt, passt es halt Ja, nicht. also jemand anders ist in dem Job bestimmt, der blüht da voll auf und kann die Karriereleiter hochklettern und Einen alles Haufen ist Geld verdienen, sich dumm und dusselig verdienen. richtig Genau, und hasseln. yay, 50 oder auch 60 Stunden die Woche. Klasse. Ey, das ist ja mal eine Zeit lang ist das ja okay. Ich war ja auch schon selbstständig, ich habe sehr, sehr viel da gearbeitet und auch gutes Geld verdient. Aber ich glaube, das letzte Jahr hat auch vielen gezeigt, worum es wirklich geht im Leben. Also jetzt, ich weiß, das ist eine sehr große Aussage eigentlich, aber also viele hatten die Möglichkeit, sich zu überlegen, was wichtig ist im Leben. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung, als so ein Riesending davor wegzuschieben. Aber genau, warum geht es eigentlich, ne? Also dadurch auch, dass viele einfach auf einmal Freizeit hatten und gemerkt haben, so wenn mein Job jetzt wegfällt, was ist mein Leben dann Was überhaupt? bleibt dann Genau, übrig? was mache ich den ganzen Tag dann? Und dann hatten ja noch die Shoppingcenter zu. Also mich selber hat es nicht betroffen, weil ich eh wenig eingekauft habe, Ich aber in bin meinem ja auch kein Umfeld. Konsumer, Ja, voll. also. Also in meinem Umfeld war dann auch oft so, ja, okay, eigentlich gehe ich dann in die Stadt und shoppe oder keine Ahnung, gehe essen aus Treffe mich mit Langeweile. Ja. Freunden. Ja, das war ja oft oder weniger dieses Jahr, also oft nicht. Und dann im Sommer gab es, glaube ich, also ich habe es ja nur ein bisschen entfernt mitbekommen, im Sommer durfte man sich treffen in kleinen Gruppen, aber ja, es ist einfach so, dass das echt nochmal. Entschuldigung, nochmal prägnanter gezeigt hat, irgendwie, was abgeht so. Und Ja, bei mir kurz den Faden verloren. Ach, genau. Dann habe ich ja natürlich jetzt beschlossen, irgendwie zur Corona-Krise meinen Job eben zu schmeißen, so wenn man das mal so schön sagen möchte. schmeißt sie nicht, du lässt schmeißen wäre, glaube ich, wenn du jetzt gesagt hast, du hast keinen Bock mehr, du meldest dich jetzt krank und Ja, das sind ja okay. die ganzen Sachen, die du nicht tust. Du Genau. gehst wieder zurück jetzt auch, du machst den Job zu Ende im Idealfall. Vielleicht kannst du auch jemanden einarbeiten, wenn du schon jemanden gefunden, also wenn Ja. die jemanden gefunden haben. Hab's ja früh genug gesagt, dass auch da die Chance Genau. besteht. Ich möchte auch nicht scheiße mit denen auseinandergehen, weil Ja, ich das war möchte ja. meine Freiheit behalten und meinen inneren Frieden auch damit finden und dass das auch cool über die Bühne geht. Aber es ist trotzdem auch in einer gewisser Weise riskant. Also ich bin ja Fotografin und dann zu sagen, okay, jetzt sind ein Haufen Fotografen pleite gegangen durch Corona und ja, hier ist noch eine. Ich suche mir da mal Arbeit. Aber du Aber bist ja nicht eine von den nee, vielen. ich bin auch keine Hochzeitsfotografin. Das ist Ja. natürlich mit Events und so. Ist nicht so mein Steckenpferd. Und wir haben schön doch ein nettes Sozialsystem, was einem auch erstmal hilft, auf die Beine zu kommen. Kann man auch mal ehrlich sein, dass man das auch in Anspruch nimmt. Ich werde da jetzt nicht blind komplett reinrennen und ne. Nein, nein, aber du, ne, du hast einfach auch gute Chancen auf dem Markt und Habe auch, glaube ich, ja. Produktfotografie, gut, du bist noch Food im Speziellen, aber das kannst du einfach. Ey, Ja, Produkt sorry, kann das ich auch. kannst du einfach, also Fotos kannst du. Das muss Ich man. hoffe. Ja, schon, schon. Doch, ich Also. bin da auch selbstbewusst. Und ich finde auch, wenn man selbstbewusst an Sachen rangeht, nicht zu blind, aber Ey, pass auf. selbstbewusst, ich schaffe das und ich bin gut. Ich weiß meinen Wert. Es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen. Immer. Du Immer, kannst ja. dir da Steine in den Weg legen. Das kannst du ja selber machen und Oder sagen, legen ey, lassen. genau, jetzt ist gerade Corona, ich kann nicht. Doch, genau jetzt solltest du eben, ne? Also ich finde,
Ich habe auch in mir gefühlt, also es gibt dann in mir so ein Feuer. Besonders merke ich das, wenn irgendwas gegen meinen Willen läuft, weil ich halt einen sehr großen Freigeist habe. Und ich merke dann, wie es in mir brodelt. Und diese Energie kann ich so gut nutzen, um was Neues zu schaffen. Oder ich nutze sie gegen mich und mir geht es immer, immer schlechter. Es Ich gibt nur war, zwei Wege. genau, du hattest dieses Jahr, also ich muss dazu sagen, dass ich mit Kathi, seitdem wir irgendwie ja letztes Jahr aufeinander geknallt sind auf dem Parkplatz, also nicht Das hört wortwörtlich, sich ja. nein, Meine aber Stoßstange war dann kaputt. Na, ja, nein, Spaß. also wir haben uns letztes Jahr hier kennengelernt und seitdem ist es irgendwie sehr intensiv und es ist ziemlich cool, genau. Und ich habe das ganze Jahr so ein bisschen mitbekommen, auch wie du versucht hast, in dem Job glücklich zu werden. Ey, du hast dir echt Mühe gegeben. Das muss Ja. ich, also wirklich alles. Alles hat Kathi probiert, um da drinne anzukommen Und mir auch wieder. selber erzählt, Genau, was. also wirklich immer richtig gut eingeredet. Also es war irgendwann nur noch ein Schönreden, Ja. tatsächlich der Dinge. Und ich dachte mir so, na mal gucken, wann sie drauf kommt. Ja. So, Hast du dir weil, auch zu mir gesagt. ja. Also, aber jeder braucht seine Zeit auch und Absolut, den absolut. Weg. Und ich sage halt immer, je kürzer die Abstände werden zwischen diesen, naja, ich sag's dann halt so Breakdowns, wenn es wirklich alles scheiße ist und man alles am liebsten dann sofort hinschmeißen würde, je kürzer die Abstände werden, desto näher rückt auch das Ende irgendwann, wenn man dann einen Cut zieht. Ja, das Ding ist, glaube ich, auch, solange man das handeln kann, und da rede ich von positiven wie negativen Sachen, Ja. auch negative Situationen, die wir zu wissen, also handeln zu wissen, ne, Ja. in denen kann man es ziemlich lange aushalten. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, wenn man irgendwie weiß, die Alternative ist etwas ganz Neues. Und was Unbekanntes Genau, auch. was Unbekanntes, wo man einfach nicht weiß. Also selbst in dem Schlechten weiß man ja so ein bisschen, wie der Verlauf ist. Ne? Man weiß irgendwie, okay, jetzt wird es nochmal richtig kacke, aber danach klären sich die Dinge wieder und dann läuft die Nummer. Das ist ja das, diese vermeintliche Sicherheit, in der wir uns dann bewegen. Und wenn dann aber sowas ganz Neues vor einem steht und eine Selbstständigkeit, die du vorhast, ist für dich was Neues und da kommen ja mehrere Sachen aufeinander. Ja. Neues Business raus aus, jeden Monat kommt Kohle hinzu. Wer bist du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Und so, also jetzt mal Und knüppelhart ausgedrückt, ich muss aber. aber auch ja an Kunden rantreten. Erstmal, das musste ich jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht machen. Nee, da sind die an dich und haben gesagt, Genau, mach mal. genau. Und ich muss ein bisschen aus meiner Komfortzone Ja. raustreten und auch zeigen, dass ich da bin, weil mit Warten wird das nicht. Ja, das darf ich auch. Ja, Ja, ja. das ist auch so Ja, mein Thema, genau. genau. Präsenz zeigen Genau. in der Öffentlichkeit. Aber dazu muss ich noch sagen, ich habe aber im gleichen Atemzug zum gleichen Termin, wo mein Arbeitsverhältnis endet, auch meine Wohnung gekündigt. Dann halt mal wieder meine ganzen finanziellen Ganz Ab. kurz, ganz kurz erklärt. Achso. Wohnung, also Kati lebt eigentlich fulltime in ihrem T4, hatte jetzt aber über die Wintermonate, weil es in Deutschland einfach richtig kacke ist. Ey, Mama, und in Deutschland, in einem kleinen T4 Ja. zu wohnen im Winter bei Schnee und Regen und nee, Das geht sorry, das nicht. geht nicht. Und deswegen gab es eine kleine Wohnung. Aber die ist jetzt schon wieder. Die ist schon wieder gekündigt, ja. Ja. Ich saß auch, ich meine, die Wohnung ist nicht groß gewesen, es waren Nein. 28 Quadratmeter inklusive Küche. Und ich saß auch da in diesem Raum und dachte mir so, ey, was willst du mit so viel Platz? Weil ich habe da irgendwie, also ich habe mir auch nicht mal die Mühe gemacht, ich habe mir kein Bett gekauft, meine Matratze liegt auf dem Boden und habe da so zwei Schränke stehen, da ist mein Hab und Gut drin. Ja. Und das waren Kisten, die habe ich seit 1,5 Jahren nicht ausgepackt, die standen bei meiner besten Freundin rum. Und dann musste ich die, also. Habe ich sie dann ausgeräumt? Musste nicht. Ich habe sie dann ausgeräumt und dachte mir, was will ich damit? Ich habe mir das jetzt 1,5 Jahre nicht angeguckt. Ich brauche es einfach nicht. Ja, du warst ja jetzt auch nicht ganz bewusst in dem Thema drin, so du bleibst jetzt unbedingt Vanlifer. Das hat sich ja jetzt eigentlich auch so Ja. schon noch ein Stück weit. Also es war zwar, du hattest Bock drauf, aber du wusstest ja auch durch, wie machst du das jetzt mit dem Job und so, wusstest ja auch nicht so richtig, wie es weitergeht, ne? Nee, und auch in der Stadt, wo ich dann gearbeitet habe. Ich stand halt immer auf so einem großen Parkplatz da, also nicht so schicki Vanlife, irgendwie immer einen schönen In der Platz in der Natur, in Natur. der Sonne und jeden Tag nur in der Tür sitzen und das Happy Life Genau, genießen. alias auf Deutsch, du stehst auf dem Parkplatz und es regnet den ganzen Tag. Dein Hund will raus, der Wagen ist klein und dann springt der nasse Hund auf dein Bett und du kannst keinen Sport machen, dich nicht abreagieren, weil dann müsstest du duschen, die Ja. Fitnessstudios haben zu, dann stinkst du, dann musst du zur Arbeit. Also das war echt. Ja, Wäsche waschen ging auch nicht, weil Waschsalon ist meine Mama, weil wir haben keinen Waschsalon in der Stadt und das war alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Das war krass letztes Jahr, ne? Ja. Also da hat sich für, ich spreche jetzt nur für die Fulltime-Van-Life, also die, die wirklich im Bus leben und jetzt keine Waschmaschine am Start haben und Dusche und so,
Also selbst mit Dusche und war es schwierig, weil so viele Plätze zu hatten. Und das war schon echt nicht leicht letztes Jahr. Ja. Allein wo kriegst du denn dein Wasser her? Also genau, und wo kannst du es abladen? Ja. Also wo kannst du Grauwasser und Schwarzwasser wegbringen, wenn so viele Stationen zu haben? Ja. Boah, das war echt anstrengend. Also ich war ja nicht in Deutschland, ne? Aber ich habe es nur von Leuten gehört, dass es manchmal schon echt kompliziert wurde. Mhm. Genau. Aber, ja, so ist das manchmal im Leben. Haben wir geschafft. Aber ich finde auch, es war auch trotzdem wichtig, diesen Schritt zu gehen, auch nach Deutschland zurückzukommen in der Wohnung und nochmal alles versuchen, damit ich weiß, so möchte ich das nicht, weil sonst würde ich mir für immer vorhalten. Was wäre, wenn? Der Anfang jeder Veränderung, finde ich, oder vieler Veränderungen und gerade solchen großen Veränderungen, hat immer ein, ich fange erst mal damit an, zu wissen, was ich nicht mehr möchte, an. Ja. Immer. Ist weil, einfacher. Genau, ist einfacher. Aber klar, dieses, ich habe alles probiert, ist auch für mich sowas, das habe ich mir lange gesagt, um da auch in meiner Entscheidung hundertprozentig zu sein. Ja. Das darf sich irgendwann mal verändern. Ja. Irgendwann geht es schneller. Aber das ist so Erfahrung, die man so irgendwann sammelt. Ne? Ja, und dann gibt es bei mir jetzt noch ein großes Thema, weil ich dann ja jetzt wieder im Bus wohne. Habe ich, glaube ich, eben schon mal kurz angesprochen, dass ich einen größeren Bus haben möchte. Und aber das willst du schon seit letztem Jahr. Genau. Machen wir uns aber nichts vor, das ist nichts Neues. Da habe ich dann gewartet, dass mal irgendwas passiert. Und da wollte ich dann meinen unbefristeten Vertrag und einfach locker einen Kredit aufnehmen. Geht ja mit einem befristeten Vertrag schlicht. Zumindest über die Summe. Ja, das fällt jetzt weg. Ne? Jetzt muss ich gucken, wie ich es mache. Aber ja, das ist Prio 2. Also ja. Geld verdienen wir auch schon nett und ja, dann ist ein größerer Bus unabdingbar. Also du hattest halt auch diesen, du hattest nur diesen einen Plan davon. Das fand ich immer sehr spannend. Für dich gab es echt nur, okay, größerer Bus, dafür brauche ich einen Kredit und den unbefristeten Vertrag und erst dann kann es losgehen. Und ich habe mich eigentlich tatsächlich das ganze Jahr schon gefragt, warum gibt es nur die Idee davon? Mhm. Da gibt es ja auch noch 1000 andere Wege. Also das ist wie eine Liste schreiben. Ich schreibe das mal auf und plan das so. Ah, wenn das so nicht geht, ja, dann muss ich es nicht machen. Dann muss ich mich damit nicht befassen. Ich glaube, so war es. Das war halt ein Wegschieben. Mhm. Ich war natürlich auch sehr, also der Job, den habe ich ja nicht nur so gekündigt oder ich verlängere den nur nicht, weil es mir nicht passt, sondern mir ging es ja auch mental einfach überhaupt nicht mehr gut, so dass ich mich auch überhaupt nicht mit neuen Sachen befassen konnte. Du hast so krass gegen dich gearbeitet. Mhm. Das ganze letzte Jahr. Ja. Das war also schon, ich wusste schon mit Abfahrt aus Tarifa, wusste ich schon, boah, das ist so krass. Das ist eigentlich gar nicht mehr dein Leben. Du hast es gebraucht, das ist alles gut. Ja. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult am letzten Abend, als ich losgefahren bin. Ja. Rotz und Wasser. Wenn du das eigentlich so schon weißt, dass sich dein Leben verändern muss, du aber diese Idealvorstellung davon hast, wie es zu laufen hat, damit du einen dicken Bus haben kannst und dann Chapeau davor, ein Jahr nochmal durchziehst fast. Also war fast ein Jahr. Ja, nee, ein Jahr, das war ein Jahresbefristung. Also ein Jahr. Ja. Also ich muss ja jetzt noch ein bisschen arbeiten, deswegen ein Jahr. Aber jetzt geht die Arbeit mit links, weil ich weiß, es hat ein Ende und es ist einfach so eine Befreiung. Also mir ist so eine extreme Last von den Schultern gefallen. Jetzt nochmal zur Anmerkung. Das, was mich am meisten gestört hat an diesem Job, war, dass andere Menschen über meine Zeit bestimmen, dass ich jeden Tag 8 Stunden im Laden sitzen muss. Also unabhängig davon, ob viel Arbeit ist oder nicht. Also ich muss die 8 Stunden da sitzen und ich kann die nicht selber einteilen. Das hat mich so dermaßen gestört, dass ich dann beschlossen habe, ich werde selbstständig. Ich glaube, die Peakzeiten waren dann auch, wenn kurz vor Feierabend dich jemand angerufen hat und gesagt hat, hier sind noch ein paar Sachen zu machen und eigentlich quasi vorausgesetzt wurde, Überstunden zu machen. Ja, ja. Die Werbung ist nicht einfach und es ist halt ein hartes Business, es ist einfach so, aber wenn ich das für mich selber arbeite, dann mache ich die Überstunden auch gerne, weil das ist auch so ein kleines Ego-Ding. Ich will dann nicht mehr, weil ich habe mir meinen Tag anders geplant und wenn andere Leute da reingrätschen und ich das dann einfach nicht für mich mache, sondern für einen Großkonzern, damit der noch ein paar Öcken mehr hat, das ist für die ja ein Tropfen vom heißen Stein, was sie damit verdienen. Mhm. Nee. Ich glaube auch, Kadi, dass du den Weg gehst, soll ich das jetzt ausdrücken, also wo du dir selber deine Werte auch letztes Jahr gut erarbeitet hast und ich weiß, durch die ganzen Gespräche bei uns einfach auch, dass du Bock hast auf eine Arbeit, die Sinn macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also meine Augen waren gerade ganz groß.
Ja, das stimmt absolut. Ja. Also klar, für einen Konzern zu fotografieren und das landet dann in einem Prospekt, okay, cool. Aber das, und damit kann man Geld verdienen, klar, auch super der Aspekt, aber es reicht halt nicht für. Ich möchte nicht um die Welt reisen und dann aber mit einem Großkonzern arbeiten. Irgendwie, da Ja, bin ich kannst dann du so ein. schon, aber der braucht anderen Background. Also Ja, es wenn gibt das so. auch große Konzerne, die einen coolen Background haben. Ja. Und Aber dieses nur Konsumdenken und dieses wirtschaftlich ganz, ganz oben ansetzen und das mal ein bisschen tarnen unter Öko, ist absolut nicht meins. genau. Also meine Mama ist irgendwie Umweltaktivistin und hat mir das dann so ein bisschen nahegelegt, schon seit ich klein bin, und das ist in mir drin einfach. Und klar, Business und Hustlen macht Bock irgendwie in deinen Anfang 20ern, aber irgendwann kommen die Werte dann doch wieder durch und du denkst dir so, was mache ich hier eigentlich? Irgendwann kommen Werte durch. Ich glaube, so ist Ja, es richtig. irgendwann sind Werte da. Ja, genau. Und ich finde, wenn jemand es wirklich schaffen möchte, in seinem Leben glücklich zu sein, ist das eine Komponente, den Job, den man einfach, wenn man angestellt ist, am Tag Minimum 8 Stunden macht. Also man hat eine Teilzeitstelle. Aber dass man einfach auch diesen Raum, der ziemlich viel Zeit einnimmt, damit füllt, was Sinnvolles zu machen, was jetzt nicht heißt, jeder soll irgendwie ins Tierheim gehen und mit Hunden spazieren gehen oder whatever, sondern es gibt einfach mittlerweile so geile Unternehmen mit einem coolen Grund, warum sie es machen dahinter. Ja. Es gibt, also da passiert einfach gerade so viel. Ja. Das nennt sich, glaube ich, auch, ich habe das letztens mal gelesen, Einhornfirmen, die quasi Gutes machen, also die einfach Gutes produzieren, die auch nicht nur auf Gewinne aus sind, sondern Gewinne, also wirklich Gewinne, refinanzieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mit den Van Life Girls auch irgendwann mal mega Bock, das zu machen, Ja. einfach in irgendwelche Projekte auch mit ranzugehen. Noch funktioniert es nicht, weil Gewinn, naja, wir arbeiten dran. Ja. Also mal wieder richtig loszulegen. Aber das ist halt geil. Also ich finde, das ist so. Das gibt einem so einen Push. Also, das ist nicht nur so ein Ego-Ding, sondern ich verschwende meine Zeit nicht, weil, wenn man so viel arbeitet im Leben in dieser Zeit, dann ist das schon richtig schön, wenn man damit noch einen guten Impact auf die Welt hat und nicht einfach nur so vor sich hin ackert. Ey, die Welt ist, genau, das Ding ist halt für mich auch irgendwie, die Welt ist so zu großen Anteilen oft einfach ein Arsch. Und es ist einfach cool, an ein paar Stellschrauben mitzudrehen. Und da reicht schon das gute Gefühl, was man dann dadurch hat. Und natürlich bewirkt es noch mehr. Das bewirkt mehr als ein gutes Gefühl, wenn du für gute Sachen arbeitest. So. Aber es kann Und halt schon passieren, dass man da echt so einen Kampfgeist weckt auf einmal, wenn man sieht, hey, es trägt Früchte, dass es dann wie so ein Schneeball ins Rollen kommt. oh ja, das macht einfach mega Bock und es braucht definitiv mehr von solchen Sachen. Ich habe schon das Gefühl, ich bewege mich halt viel auch in solchen Kreisen, dass sich da einiges bewegt, aber vielleicht hängt es auch nur damit zusammen, weil ich mich auch mit solchen Firmen auseinandersetze. Und es ist einfach mega geil, wenn da was losgetreten wird, wachgerüttelt wird und. Ich glaube, das ist sogar auch so, wenn man jetzt nicht unbedingt das Ziel hat, einen guten Impact auf die Erde zu haben, sondern auch wenn man sich einfach anfängt, selbst zu verwirklichen, weil dann fängt es auch schon einfach an zu rollen. Weil wenn du irgendwas machst, was du gerne machst und das dann noch zu Geld machen kannst, dann steigert sich das ja immer mehr und immer mehr. Also du arbeitest dann mit Freude an der Sache oder wer weiß, manche Leute machen ihr Hobby zum Beruf. Das ist ja genau der Traum, den alle haben, dieses Ja. Selbstverwirklichen. Und dann geht das wie von alleine. Ja, dann wird Arbeit Leichtigkeit. Ja. Also dann ist es immer noch Arbeit. Also alle sagen immer, hey, wenn du dein Hobby zum Beruf machst und das alles total gerne machst, dann ist es keine Arbeit mehr. Das ist Bullshit. Arbeit ist Arbeit. Arbeit ist Und Arbeit. Arbeit ist Zeit, die man da rein investiert, die, wo genau. man nicht am Strand liegt. Aber weißt du, was geil ist, wenn Arbeit nicht mehr anstrengend ist, sondern Arbeit Bock macht und du irgendwie früh aufstehst und wieder 5 neue Ideen im Kopf hast und die einfach mit Leichtigkeit ohne Ja. Schwere umsetzt. Ich finde das. Oder halt auch, wenn es nicht leicht ist, dann trotzdem voller Elan an diesem Problem sitzt und denkt so, okay, irgendwie muss ich das jetzt lösen und dann Genau. so tausend Ansätze dafür hat. Aus dem Mangel raus, hin in die Fülle und da Ja. einfach, also daraus zu agieren, ist so schön. Ja. Ich glaube, das alleine ist auch schon so ein Beitrag, den man leisten kann irgendwie. Weil, wenn Leute das sehen, ist man ja auch eine Inspiration, ne? Ja, man trägt halt auch diese positive Energie nach außen. Du begegnest deinen Mitmenschen ganz anders. Und dadurch haben die einen besseren Tag und dadurch, weiß ich nicht, kriegt das Kind ein paar Mal weniger Ärger und zack, hast du einen besseren
Menschen. Ja, absolut. Ja, aber absolut. So ist es. Man hat einfach viel mehr Auswirkungen auf die Welt, als man denkt. Einfach nur durch sein Handeln. Ja. Ja, das ist ziemlich geil. Lass uns alle Einhörner sein. Naja, sind wir ja vielleicht auch so ein Stück weit, ne? Genau. Nee, schön. Schön. Wir haben jetzt 24 Minuten geredet. Ja, krass. Gar nicht so angefühlt, ne? Nee. Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Nee. Oh, bestimmt. Ganz viel. Ich hab immer viel vielleicht gesehen. Erzähl mal kurz. Also, Kadi ist ja schon eine Weile hier. Ich bin dann hier dazugekommen. Wir stehen gerade in Andalusien. Genießen beide sehr, sehr das Meer. Ja, wir können auch jetzt drauf gucken. Ja. Fast, wenn das Handtuch nicht im Weg hängen wird. Und es ist, was ist unser Alltag? Viele fragen sich immer, oder viele gehen davon aus, dass der Alltag von Van-Afern den ganzen Tag irgendwie nur rumsitzen ist. Also was ich bestätigen kann, mein Tempo ist, zack, seitdem ich hier angekommen bin, ist mein Tempo ungefähr um die Hälfte halbiert. Ja. Also mein Lebensrhythmus-Tempo. Ich muss wirklich sagen, ich hatte jetzt in einem krassen Kontrast. Ich war ja vorher in Portugal, jetzt war ich 8 Wochen in Deutschland und konnte wirklich feststellen, krasse Unterschiede feststellen, ohne dass ich sage, ich sage es immer wieder gerne, gefühlt ist es so und so. Nee, ich konnte es jetzt wirklich auch belegen. Es ist so, dass in Deutschland ich schon nach einer Woche gemerkt habe, dass ich mein Slow und so, ich konnte es nicht halten, weil alles drumherum hektisch war. Und ich hatte, nach einer Woche habe ich aufgegeben. Klar kann man versuchen, dann da ganz entspannt und easy, ich behalte mir jetzt mal meinen Groove so bei, nach einer Woche ging es nicht mehr. Ja, aber dann gehst du auch eher gegen den Strom, als dass du dann mitgehst und dann bist du auch angestrengt. Ja, also es war schon nach einer Woche ziemlich angestrengt und dann habe ich mich da so reinbegeben und ich finde es krass. Ich finde die Hektik, dieses kein Mensch hat Zeit. Ich hatte ein Beispiel, ich war einkaufen und habe Kleingeld gesucht, weil ich einfach nicht mit großem Schein bezahlen wollte. Und hinter mir so die Leute, boah, können Sie sich nicht mal ein bisschen beeilen? Und ich dachte mir so, ey, wenn du nicht mal hier die 10 Sekunden Zeit hast, wo ich mein Geld raussuche, um meine Sachen zu bezahlen, ey, was denn hier los? Ja. Das ist nur ein Fallbeispiel. Aber das ist ja sehr alltäglich. Das ist krass. Spiegelt das schon wieder. Ja. Wenn du irgendwie nicht schnell genug über die Straße läufst, wirst du von Autos angehobt, wenn du, ich fand das so krass. Ja, alleine der Verkehr. Also hier, weiß nicht, wenn du auf die Straße rauffährst, die warten dann halt, weil das hier so gang und gäbe ist in Spanien. Und in Deutschland wird es angehubt, die fahren die in die Karre aus Prinzip oder was auch immer. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Ja, und du merkst einfach, dass das Miteinander ganz anders ist. Also hier, ich muss es echt, es ist so, in den südlichen Ländern wird schon mehr auf die Leute drumherum geachtet. Da ist nicht das eigene Ego das Wichtigste, sondern da sind die Menschen drumherum. Sind auch sehr gesellig, muss man sagen. Die verbringen ja auch eigentlich, wenn Corona nicht ist, die Siesta mit Oma, Opa, alle zusammen. Die sind schon auch sehr sozial. Und in Deutschland ist halt irgendwie jeder für sich. Hohe Mauern bauen und Zaun drum. Ja, und das ist, ich weiß nicht, haben wir es nie gelernt oder ist es tatsächlich verlernt worden, irgendwie das Miteinander? Wenige Menschen geben gerne freiwillig was ab, habe ich auch das Gefühl. Und sind dann total überrascht, wenn man großzügig ist. Das ist sehr spannend. Sogar Hilfe wird ja wenig gegeben. Also wenn man jetzt irgendwie mal nach Hilfe fragt, das ist ja erstmal schon ungewöhnlich. Genau, und dann wirst du, dann kommt sogar noch ein Nein, wenn es echt so kleine Sachen sind. Klar, es ist nicht vorausgesetzt, wenn ich um Hilfe frage, dass jemand hilft, aber eigentlich sind das so Kleinigkeiten, da hätte man auch einfach helfen können, aber dann weiß ich nicht. Es kommt auch so, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, und wenn, kommt vielleicht sogar so ein Spruch wie, ich habe ja schon das und das für dich gemacht, reicht es nicht, wo ich mir so denke. Mein Kontingent an Hilfe ist aufgebraucht, Pech gehabt, versuche es im nächsten Jahr nochmal. Okay, cool. Genau, wo ich mir einfach denke, also wenn ich einem Freund helfe oder whatever, ne, dann ist es einfach, weil ich es gerne mache. Ja. Ich würde das nicht aufrechnen, aber in Deutschland ist es gerne so, dass es aufgerechnet wird. Ne? Und nee, krass, also ich merke den krassen Unterschied. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Ich fand es so abgefahren, dass so viele auf meine Story auf Instagram irgendwie reagiert haben mit, Karin, du siehst von einem Tag auf den anderen so krass anders aus. Mhm. Das war nämlich vorher irgendwie angestrengtes Gesicht. Mir ist es auch aufgefallen, dieses Video vorne am Strand, ja, genau, ich meinte, hier, zack, ist der Atlantik. Übrigens auch in meinen Highlights gespeichert, auf Instagram natürlich. Ich habe die ganze Reise, die 4 Tage, habe ich da reingespeichert.
Da war die Hautfarbe sogar zack, direkt gesund einfach. Ja, und irgendwie war so das ganze Gesicht mega entspannt. Ja. Also die Falten waren, das klingt komisch, aber es war auf Die einmal, als ich, Anstrengungsfalten waren nicht genau, mehr es da. war weg Ja. und krass. Ja, das ist schon. Es ist einfach geil, weil mir das so heftig zeigt, dass ich so am richtigen Ort bin Ja. und dass ich für mich mein Weg, das ist mein Voll. Weg. Dazu habe ich doch noch was. Und zwar haben dann auch viele gefragt, ja, Kathi, haust du dann wieder ab? So nach dem Motto, ne, machst du ein schönes Leben am Strand? Und dann meinte ich halt auch so, nee, wenn sich das richtig anfühlt, bleibe ich vielleicht auch im Sommer in Deutschland, vielleicht sogar im Herbst. Also man muss nicht immer nach Spanien fahren, sondern einfach da, wo man sich wohlfühlt. Aber das muss man halt auch erstmal selber realisieren. Ich habe es Und realisiert. rauskriegen. Genau. Also das Genau. Wichtige ist ja, mein Weg ist ja jetzt auch nicht so, zack, ich wusste, wo ich hingehöre, sondern das sind jetzt auch ein paar Jahre bei mir, ne, wo ich immer mehr gemerkt habe, okay, das Meer hat eine krasse Anziehung. Das sagen so viele Menschen. So viele Menschen sagen, am Meer fühle ich mich so wohl. Okay, ich habe es jetzt straight durchgezogen. Ich bin am Meer, weil mir das so gut tut. So, und ich will das nicht mehr nur noch im Urlaub oder so genießen, sondern mir gibt es so viel. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen diese Impulse haben, die wissen, wo sie sich wohlfühlen, in welchen Momenten sie sich wohlfühlen. Aber wir sind halt alle noch krass geprägt. Ich werde ja auch ganz oft gefragt, na, haust du wieder ab? Bei diesem Wortlaut könnte ich anfangen zu brechen. Ohne Scheiß, weil ich hau nicht ab, Ich sondern renne nicht weg nee, und ich nee. mache auch keine Auszeit, sondern das ist mein Leben. Punkt. Genau, und ich mach das, was mir gut tut. Und sorry, wenn du das nicht kannst, liegt da die Problematik bei mir. Also werf mir nicht vor, ich hau ab. Ja, So, ja. ich nehme das alles mit. Ich nehme aus Deutschland alle Dinge, nehme ich mit. So, ne? Ja. Also die ganzen Thematiken. Aber das Geile ist, ich habe hier halt den Raum, mich darum zu kümmern. So auch. Ne? Ja. Also es ist natürlich ein Trugschluss. Viele denken, die fahren los, dann ist alles weg. Nee, Das ist es nicht. funktioniert die ersten. Vielleicht der erste Monat, wenn man auf Reisen geht, mal für ein paar Monate, funktioniert das der erste, zweite Monat vielleicht ganz gut, weil viele neue Eindrücke und so. Aber man hat seinen Rucksack immer dabei, den Ey, der man sitzt nun mal abarbeiten auf dem muss. Rücken. Ja. Genau, Ja. das ist so. Und für mich ist klar, dass Deutschland auch, oh, das hat so viel Story in sich. Also ich habe einfach viel erlebt in meinem Ja. Leben und ich habe viel schon gemeistert in Deutschland und merke einfach, dass es da ein weitaus größerer Kampf ist, für mich das weiter zu bearbeiten, ne? Als wenn ich zum Beispiel diesen Weg hier wähle. Ja. Und ich weiß, ich bin unglaublich glücklich darüber, dass ich als deutscher Privilegierter tatsächlich die Möglichkeit habe, das zu machen. Ey, Ja. das muss man ja auch einfach mal sagen. Ich Ja. weiß mir da, ich weiß meine Position da schon, dass ich, also in anderen Ländern ist das ja so gar nicht möglich. Aber für mich ist so geil, ich darf das frei entscheiden und ich gestehe mir das auch ein, dass ich das darf. So, ne? Also viele denken ja, okay, ich habe nur so einen Monat im Jahr. Ich habe mich da halt frei von gemacht. Es war auch nicht immer leicht. Also der Weg dahin, merkst du ja auch, ne? Es sind auch Prioritäten, die man setzen muss. Also möchte ich hustlen, möchte ich Arbeit haben, möchte ich mir ein Haus für 200.000, 300.000, 400.000 Euro Möchte kaufen? ich fürs Außen wirken? Genau, oder muss ich unbedingt einen Mercedes fahren, in dem man nicht wohnen kann, sondern einfach nur der schnell fährt? Wobei Es ich sind. da, ich würde auch da sagen, wenn das jemand für sich als Prio festlegt, okay, die Frage ist da, aber Aber wie? wie bewusst ist das denn auch gewählt? Genau. Ist es wirklich bewusst, dass dir Ist es dein das. innerlicher Genau, dass Wunsch? dir das wirklich, wirklich, wirklich Freude bereitet, einmal die A2 runterzubrettern. Mit Salopp gesagt. 800 km/h. Klar, es Nein. kann Spaß machen, bestimmt. Aber, oder ist es wirklich so, ich muss mich in der Firma positionieren, ich möchte mit meinen Arbeitskollegen mithalten, ich kaufe mir jetzt auch so eine Karre. Ich brauche diesen Status im Genau. Außen, um im Innen irgendwas wert Genau. zu sein. Ich glaube, wir können noch einen Schritt zurückgehen und ich glaube, ganz viele haben oder dürfen sich auch auf die Reise machen, wer sind sie eigentlich, den eigenen Wert zu erkennen und dann auch konträr zur eigentlichen Gesellschaft zu handeln. Das ist für mich die Form Mut, weil wir ja ganz oft gesagt haben, so mutig, das wirst du auch bald hören Ja, oder hörst du schon wahrscheinlich schon. öfter, ja. Und ich denke mir so, Nee, das ist okay. kein Mut, sondern das ist halt mein Leben. Aber Ich mache einfach das. ich verstehe es mittlerweile so, dass es quasi der Mut ist da drinne zu sagen, okay, ich handle gegen die Gesellschaft, was wir ja tun mit dem Lifestyle. Also für Naja. uns ist das zwar hier alles schon, also für mich ist es ein Stück weit total normal, Für mich auch. Also für das mich so ist zu es leben. normal, mich in mein Auto zu setzen, dann fahre ich irgendwo hin und dann verbringe ich da die Zeit und Aber ja. für die meisten ist schon dieser Punkt so schwer zu greifen, weil dann ja das Umfeld, Familie, Freunde und so, wenn man das nicht so hat,
Na, die dann da Applaus klatschen, weil man jetzt sagt, wir hatten ein halbes Jahr nach Spanien. Super, gute Idee. Echt, du, ey, verwirkliche dich. Wir freuen uns total, wenn du in deine Kraft kommst. Ich verstehe, dass Menschen am Anfang vielleicht noch nicht so ein Umfeld haben, aber das hängt eben auch damit zusammen, wie viel ist man sich selber wert. Oh Gott, ich könnte stundenlang darüber reden. Ich glaube, also... Da kann man auch kurz rein mit das Gesetz der Anziehung. Genau. Ich will gar nicht so weit ausholen. Der aber Punkt ist, denkt nicht, dass ich zum Beispiel oder wir auf unserem Weg das alles geschenkt bekommen haben, nee, oder dass das von Anfang an so da war. Wir hatten einfach nur in den entscheidenden Momenten den Mut, ja, da kommt er, dazu sagen, nee, stopp, es geht ja hier aber um mich und nicht um das drumherum. Kathi hat es gerade volle Kanne mit, sie lässt einen Job gehen, wo sie echt gutes Geld verdient. Richtig. Jeder Fotograf würde dafür absolut alles absolut geben. Und alle so, ey, warum lässt du diesen Job gehen? Er würde dir zumindest einen Teil deines Lebens sehr bequem machen. Ja. Aber wenn man... Nur leider habe ich die Zeit dann nicht für mein Leben. Genau. Und ich glaube, dass... Aber der Mensch ist einfach auch ein Rudeltier. Und wenn man dann ein bisschen entgegen der Masse handelt, dann ist es ja auch bei Tieren so, dann wird man erstmal abgestoßen. Und da muss man sich alleine durchkämpfen. Aber dann bildet man sich halt ein eigenes Rudel. Ja. Oh, das ist eine schöne Metapher. Ich lese gerade ein Buch, da geht es um Wölfe. Ach, daher kommt das. Okay. Ja, ja. Wie heißt das Buch? Die Wolfsfrau. Das habe ich schon mal gehört, das soll ziemlich gut sein. Ist um die urweibliche wilde Frau. Schönes Thema. Ja, geil, ja, aber das... Es ja, ist einfach so, auch sich als Frau, als wilde, freie Frau zu fühlen. Und das darf man auch ruhig sein. Und man muss nicht immer brav sein. Und ich, also mir hat das so viel, sagen wir mal, Empowerment gegeben, halt einfach so meine Freiheit stolz zu zeigen auch. Und das reflektiert auch sofort auf andere Menschen. Also am Anfang, da kriegt man oft auch konträr und Kritik. Und wenn die sehen, dass du wirklich in deinem Power machst und dann wild und frei bist, und auf einmal haben alle Respekt vor dir und du kriegst weniger Gegenwind. Also klar, man kriegt immer noch Gegenwind, aber das kriegt der jeder. Gegenwind kriegt nicht mehr die Bedeutung auch. Das Ding ist, wenn man für sich selber weiß oder gut auf dem Weg ist und versteht, wer man selber sein kann und wird und ist, dann kann da kommen, wer will. Also dann nimmt man Kritik auch irgendwann sogar als Lernfeld an. Voll. Also alles, was passiert, ist irgendwie ein Learning. Egal, was dir widerfährt, du kannst immer irgendwas draus ziehen und am besten ziehst du was Positives draus, auch wenn es ist, okay, so läuft es nicht, aber es ist immer noch was Positives, weil dann gehst du halt in die andere Richtung. Ja, das Ding ist auch, genau. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Und Kritik, also kriegt man immer, ja, egal welcher Bereich. Also du kannst noch so hübsch, noch so schlank, noch so viel Yoga machen, wie du willst. Ne? Aber irgendwer kommt immer daher und sagt, du bist zu dick oder du bist zu dünn. Oder das, was du machst, ist überhaupt nicht richtig. Oder du bist oberflächlich oder du bist immer so emotional oder du bist so ein Eisblock. Du bist zu laut. Zu leise. Man kann alles. Das noch und nöcher weiter stricken. Man darf diesen Dingen nicht mehr die Bedeutung geben. Nee. Ich habe mir ja auch, letztes Jahr war das ja schon so eine Erkenntnis von mir, gegen Mitte des Jahres. Ich habe ja feststellen dürfen, wie krass negative Kritik halt wirkt und bin da auch mal ganz bewusst reingegangen. Ich hatte ja Mitte letzten Jahres tatsächlich viel Trouble in meiner Gruppe, bei den Men of Girls durch Start, Corona und so. Da sind halt ein paar echt durchgedreht, man kann es echt so sagen. Jo. Und dann durfte ich mir das mal angucken, was das eigentlich bedeutet, wenn 10 Leute schreiben, ey, du machst das total super. Und dann kommt ein Mensch und sagt, ey, das ist absolute Scheiße, was du da machst. Und die werden meistens auch nicht nett oder die sind halt so unter der Gürtellinie, das soll einen emotional einfach nur verletzen. Das ist einfach keine Kritik, das ist einfach nur genau, Scheiße. Also das ist einfach nur, ich schütt meine ganze Scheiße bei dir vor die Füße und sieh mal zu, was du damit machst. Aber da habe ich halt für mich dann auch irgendwann so mir gedacht, ey, es kann nicht sein, dass negative Kritik, sagt man ja auch tatsächlich in der Werbung so, also eine negative Kritik bleibt 7-mal mehr hängen als eine positive. Ja. Das ist sehr benennend und das hat ja prinzipiell nichts mit der Kritik zu tun, sondern mit deinem Denken über diese Dinge. Ja. Und ich habe für mich beschlossen, es rumzudrehen. Ich will positiven Impact auf jeden Fall viel mehr Bedeutung geben als negativen. Also ich möchte nicht, dass das zutrifft zu sagen, ein negativer Kommentar hat 7-mal mehr Power. Ja. Nee, hat's nicht. Oft ist es ja auch totaler Bullshit. Ja.
Aber das ist so mein, da ja. habe ich Bock drauf. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles Negative ausblendet und in seiner Traumwelt lebt, sondern man nimmt es einfach gleichwertend auf. Also genau. positiv sowie negativ ist auf einer Stufe. Genau. Und dann kann man mal gucken, wie viel positives Feedback und wie viel negatives da ist. Und was das auch an negativem Feedback ist. Wenn es wirklich nur ungefiltert und irgendwie die Person, die ist gerade sauer wegen irgendwas, genau. dann ist das nicht dein Thema. Also konstruktive Kritik mag ich. Irgendwas, was eine persönliche Präferenz ist, kotzt mich ja meistens. Also das ist ja was, da kotzt dir jemanden was hin, du wirst ihm da irgendwann erklären. Was man einfach auch, das habe ich auch kultiviert, dass wenn Leute denken, sie kennen dich und dir dann sowas sagen, das hat ja prinzipiell, ich habe das schon ganz oft in Podcasts gesagt, aber das hat ja nichts mit mir persönlich zu tun. Ja. Weil oft ist es ja so, dass die, nicht oft, es ist eigentlich immer so, die Leute, die vermeintlich denken, dich zu kennen über diverse Sachen, ja nur ein Bild von dir haben. Aber du in deiner Persönlichkeit, in deinem Ich, dein ganz Innerliches, kennen die ja gar nicht. Nee, das kann auch keiner wissen. Das kann keiner, also vielleicht gute Freunde, die man schon sehr lange hat. Wenn es den Preis gibt. Genau. Aber ansonsten, das hilft mir dann immer ganz gut, mittlerweile wirklich mit Kritik umzugehen, zu sagen, ey, das bin nicht ich, was die da sehen. Ja. Ne? Sondern das ist nur so ein abstruses Bild. Gut, vielleicht haben die auch dieses Foto vor sich und denken, hey, die Person kennt, aber die kennen mich nicht. Nee. Und nee. Das hat mir super geholfen, mit sowas umzugehen. Und wie gesagt, meine Challenge ist es definitiv, das auf jeden Fall auf gleichwertig zu bekommen, wie du es gesagt hast, negativ wie positiv, ja. wenn nicht sogar umgedreht. Ich hätte eigentlich sogar Bock zu sagen, positive Sachen kriegen mehr Power als ja, negative, ja. einfach weil es geil ist, ja. weil ja. das kann einen richtig gut pushen. So. Ich sehe oft in Kritik einfach nur den Schmerz, den diese Person hat und woher das meistens rührt, versuche ich dann so ein bisschen nachzuvollziehen und dann nehme ich mir das auch gar nicht mehr so da an. Klar, wenn es konstruktiv ist, dann hat es was mit mir zu tun, aber oft ist es nicht konstruktiv und besonders, wenn man so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, dann kriegt man auch so viel Kritik ab und dann ist es oft einfach, du kannst schon rauslesen, das ist einfach nur... Ach, du würdest jetzt auch gerne im Bus sitzen, in Spanien, okay, ja, ich verstehe, soll ich dich kurz mal drücken? Dass es diesen Menschen einfach irgendwie schlecht geht in dem Moment ja. und dann ist es einfach nur so ein Ventil, was sie nutzen, okay, dann links rein, rechts raus, echt. Genau, oder zumindest, also für mich ist es nicht links rein, das funktioniert ganz oft nicht links rein und rechts ja. raus. Ich gucke da mal kurz hin, bin dann auch so ein Empath tatsächlich, gehe da rein, check mal ein bisschen, was geht ab, okay, das ist eigentlich gerade dein Bedürfnis, was du hast, so, und mir so vor den Latz knallst, das geht da gar nicht um mich, sondern es ist eigentlich dein Bedürfnis, ja. was du da gerade mimimi ja. preisgibst. Mimimi, jetzt bitte nicht falsch verstehen, sondern einfach, ne, und dann bin ich da auch raus aus der Nummer. Dann nehme ich es nicht mehr persönlich. Und genau, dann das persönlich nehmen, das genau. ist genau, und dann bin ich damit eigentlich ganz fein. Und klar, das hier ist halt so eine alternative Lebensform. Da viele träumen davon, weil es so geil publik geworden ist. Die letzten 2 Jahre Vanlife ist ja in aller Munde. Also jeder nimmt das mittlerweile auf. Ja. Für mich ist es gar nicht ein Lifestyle, für mich ist es mein Leben, mein freies Leben. Es passt so perfekt zu meinem Leben. Ich sag auch voll oft, Vanlife heißt ja nicht, dass man reist. Das ist ja erstmal nur die Wohnsituation, die sich ändert. Auch viele, die mich dann fragen, okay, du lebst im Bus und was machst du den ganzen Tag? Entschuldigung, ich arbeite. Es ist nur mein Schlafplatz und mein Aufenthaltsort. Also es ist ja auch immer was man draus macht. Genau, ich könnte jetzt auch noch in der Wohnung sein und trotzdem, ja, du lebst ja trotzdem. Also klar, Vanlife ist für einige, glaube ich, dieses Rumreisen. Ich nehme mir jetzt mal genau, ein halbes Jahr Zeit genau. und reise die Küste ab. Sabbatical. Genau. Schönes Wort. Ey, zu Recht. Wenn ihr die Chance habt, macht ein Sabbatical. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist es, also für mich ist es tatsächlich die gewählte Lebensform. Ja. Also ich werde da in den nächsten Jahren, werde ich das genauso machen. Ja. Ich habe auch für mich entschlossen, also nochmal so selbstreflektiert, ist es jetzt, möchte ich reisen? Und nee, ich möchte einfach auf einem kleinen Raum wohnen. Und das, also das Bauen an sich finde ich halt auch ultra geil, einfach ja. so einen Bus zu planen, zu bauen und dass du damit rumfahren kannst, umso besser. Und wenn ich dann irgendwann keinen Bus mehr habe, ich glaube, ich würde irgendwie ein Tiny House oder so haben wollen. Also irgendwas, wo ich auch selber tüfteln kann auf kleinem Raum. Das weiß ich nicht. Ich fände es halt, genau, Leben auf kleinem Raum. Ich liebe dieses Schneckenhaus hier. Ja. Aber was ich einfach daran richtig geil finde, ist, dass ich immer entscheiden kann, wo ich sein möchte. Ja. Ja. Und ich bin jemand, der
nicht mehr krass Kacksituation lange aushalten muss, weil es wäre für alle gut. Nee, 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 da bin ich schon lange raus. Ja. Ich mag's, mir mein Leben so zu gestalten, und das könnt ihr jetzt bewerten, wie ihr wollt, aber das so zu gestalten, dass es nicht mehr so anstrengend ist. Ich hatte Ja. sehr, sehr lange ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Ja. Und es ist einfach total dran, das jetzt nicht mehr so zu Ja. machen. Ich glaube, bei mir ist es auch so, weil, also ich bin vage, ich bin oft mal ein bisschen unentschlossen, was ich so Ja. will, aber ich kann dann einfach mit meiner Wohnung vielleicht mal an die Nordsee fahren, wenn ich meine, dass es mich dahin zieht, und mal in Harz fahren oder keine Ahnung, nach Spanien, ohne immer wieder alle Zelte abreißen zu müssen, weil ich habe dann mein Home, mein Zuhause bei mir, weil so oft umziehen mit einer Wohnung ist quasi unmöglich. Ich feiere es so hart, genau das entscheiden zu können. Ich kann Ja. jetzt auch sagen, okay, ich bleibe jetzt einen Monat hier, dann pisst es mich an und fahre ich irgendwo anders hin. Ich kann aber auch sagen, ey, ich bleibe jetzt ein Jahr hier und es Ja. ist alles so. Ich habe vorher auch meine Wohnung untervermietet und so. Und das war dann immer so, oh, scheiße, jetzt ist der Untervermieter raus. Jetzt muss ich mal zurück. Ich muss mal gucken, wie das da alles aussieht, ob die Pflanzen noch leben. Und selbst das hat mich schon so, das hat mich hart angenervt. Und da hatte ich Ja, keinen Bock das mehr ist auch einfach drauf. unnötig. Ja. Also klar ist das nur so ein bisschen Sicherheit, die man dann hat, was man denkt, zumindest an Sicherheit zu haben. Das ist eine Gewohnheit. Genau, Ich sage gar nicht ein mehr, eine Umfeld. gewohnte Sicherheit, die man hatte. Also wir haben das für Alias uns. Klotz am Bein. Ja, da kommst du irgendwann hin, Ja, ne? Dass du ja. das Also so ich bin so froh, dass denkst. ich demnächst alle meine Sachen verkaufen kann. Jetzt habe ich mir gerade so eine schöne Werkbank gekauft, die super schön ist. Ein bisschen zu schwer, um in den Bus zu packen. Die muss ich leider verkaufen. Aber es ist auch so befreiend, dass ich einfach alle meine Klamotten verkaufen kann. Alles, was nicht im Bus passt, kommt weg. Das war's. Außer ein so ein Minischränkchen, der kommt zu Oma. Da sind so ganz, ganz, ganz tolle Herzensstücke drin. Und der Rest kommt weg. Und dann muss ich auch erstmal für 20 Jahre nicht wiederkommen, wenn ich nicht will. Was nicht passieren Ja. wird, aber. Den Klotz am Bein entfernen. Ja. Tschüss, tschüss. Ja, ist geil. Wenn man irgendwann an die Essenz kommt und versteht, was einem gut tut. Und ich glaube, egal wie man sein Leben lebt, also wir haben jetzt halt unsere Erfüllung und Glück und unseren guten Weg im Vanlife gefunden, also im Autoleben, da sein, wo man will. Jeder, der was anderes für sich da definiert, soll eben auch Voll. genau das tun. Also es. Solange man es halt auf seinem Wege tut und nicht, weil andere Menschen das möchten. Genau, das ist so, das ist mega wichtig. Ja. Wichtig, wichtig und wird auch sehr, sehr wichtig für die Zukunft sein, für diese Welt. Ja. Oh Gott, jetzt wird's episch. Ja, An aber der es Stelle brechen wir macht, was euch gut tut. ey, echt, egal was. Ja. Und wenn es Schaukeln ist, Schaukeln auf dem Spielplatz, das kann nämlich auch mal fetzen zwischen euch. Sehr schön. So, jetzt haben wir 47 Minuten. Ich Reicht. glaub, das reicht. Ich bin total gespannt. Schreibt mal bitte Feedback, ob euch das gefällt, weil. Positiv sowohl als auch negativ. Ja, der negativ nur, wenn es auf. Also, wenn es niveauvoll ist, Ja, wir bitte. üben ja, dass es jetzt gleich viel wert ist. Okay, dann. Ja, aber. Also, negativ nur, wenn es halt. Wenn es cool ist. Also, negativ einfach auskotzen. Ey, ganz ehrlich, lösche ich und Nee, blockiere das euch. nicht. Da bin ich. Ja, ey, Ja. straight. Kein Bock mehr da drauf. Ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf. Genau, also wenn euch das gefallen hat, ich bin ja noch eine Weile mit Kadi zusammen unterwegs. Machen wir das nochmal? Juhu. Kadi, hast Quatsch. du Bock? Ein Ja. Quatschcast. Ja, gerne. Genau, wir machen jetzt einfach Über so. Gott und die Welt reden. Ja. Also wenn ihr Bock habt, da ein bisschen was zu hören, ne? Do it. Sagt es uns. Gerne. Ansonsten danke, dass ihr wieder mal zugehört habt. Ja, Wahnsinn. 48 Minuten. Und genau, wenn es euch richtig gut gefällt, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das teilt, damit noch mehr Leute sehen, dass es diesen Podcast gibt. Ansonsten bei iTunes ist es so, dass man da bewerten kann. Auch darüber freue ich mich sehr. Das ist auch wichtig bei iTunes, eventuell, um irgendwann ein bisschen voranzukommen. Ach so, und vielleicht nochmal, falls sich irgendwer fragt, weil sie die erste Folge nicht gehört haben, wer ich überhaupt bin. Ihr findet mich auch im Internet unter Trans Van Dance auf Instagram. Das schreibe Damit, ich auf jeden Fall in die, wie genau, sagt man, Show in die Notes. Show Notes. Damit ihr auch ein Gesicht dazu habt. Genau. Ich schreibe so die Show Notes für euch auf jeden Fall total gerne. Ihr Lieben. Vielen Und lieben wenn, Dank. ja, und ey, wenn ihr irgendwie mal Bock habt, irgendwas Spezielles zu erfahren, stellt uns die Frage und vielleicht greifen wir das auf.
Und ich schiebe immer noch die Frage vor mir her. Es hat mir nämlich eine geschrieben, es tut mir sehr leid. Reisen mit Hund. Vielleicht können wir darüber auch mal zusammenreden. Oh, gerne, gerne. Weil Kadi hat auch einen Hund. Seit März. Im Bus. Mhm. Und vielleicht machen wir da einfach mal eine Folge drauf. Sehr, sehr gerne, ja. Cool. Ihr Lieben, macht's wie immer, gut. Schönen Abend oder euch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Bis gleich. Also es geht ja quasi nächsten Tag direkt weiter. Tschüss.